Hallo, meine lieben Attenten. Ich bin's, Andreas. Und wie ihr vielleicht wisst, bin ich letztes Jahr meinen ersten Marathon gelaufen. Direkt danach war ich nicht so begeistert von der Idee, das jemals nochmal zu tun. Ein paar Tage und Wochen später sah es dann schon anders aus. Und jetzt letzte Woche oder vor 2 Wochen habe ich mich tatsächlich zu einem neuen Marathon angemeldet. Wieder im Oktober, aber nicht in Köln. Welcher das genau wird, das erzähle ich euch später noch. Ich würde euch aber gerne auf die Marathon-Vorbereitung mitnehmen. Das heißt, mein Plan ist, regelmäßig Videos zu posten, was ich alles so mache, was mein Trainingsstand ist. Und vielleicht habt ihr auch Fragen dazu. Oder vielleicht lauft ihr ja auch einen Marathon und wir können uns ein bisschen austauschen. Das fände ich sehr cool. Start der Marathon-Vorbereitung war eine Leistungsdiagnostik. Und da zeige ich jetzt erstmal, wie das funktioniert hat. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Guten Morgen. Heute steht mal wieder ein neues Alltagsabenteuer auf dem Programm. Und zwar das Alltagsabenteuer Leistungsdiagnostik. Was ist das genau? Wir werden von der Firma gesponsert für den Marathon. Und das wird professionell begleitet von der Melanie Lüdorf. Das ist eine Triathletin, die ist letztes Jahr den Ironman auf Hawaii gelaufen. Sehr beeindruckend, wie ich finde. Und ja, zu Beginn des Trainings werden wir jetzt eine Leistungsdiagnostik durchführen. Das heißt, ich werde gleich auf dem Laufband stehen und danach wird mir die Zunge raushängen. Und jetzt bin ich schon kaputt, wenn ich hier ankomme. So, das heißt, da vorne ist McFit. Ich bin jetzt hier mit Sven Schruhl. Sven, hallo Sven. Ja. Was machen wir jetzt heute? Ja, wir machen heute eine Leistungsdiagnostik. Das heißt? Eine Spiroergometrie. Mit Hilfe der Atemluft messen wir deine Fitness und deinen Stoffwechsel. Okay. Kann das jeder machen? Also ja. Kann jeder zu euch kommen und sagen, ich würde mal gerne so eine Leistungsdiagnose machen? Okay. Genau, das ist auch für Abnehmwillige, für Sporteinsteiger. Wir machen eine Stoffwechselmessung. Ja. Das heißt, wir können genau feststellen, wann du wie viele Kalorien verbrauchst, bei welcher Geschwindigkeit, bei welchem Puls und in welchem Bereich du gar nicht laufen brauchst. Und da kann jeder zu uns kommen. Das heißt, ich gehe jetzt aufs Laufband und dann kriege ich so eine Maske auf? Genau, hier so eine, wo haben wir die? Ja, so eine Maske bekommst du auf. Okay. Ja, und dann kriegst du den Spirometer umgelegt. Da ja. Kommt dann der Volumensensor rein, die Absaugstrecke und dann kann ich genau messen, was du an Sauerstoff verstoffwechselst und was du an CO2 wieder ausatmest. Und dann kann ich feststellen, wann du Fett und wann du Kohlenhydrate verbrannt hast und bei welchem Puls was passiert. Ja. Und ich kann dann als Sportwissenschaftler genau feststellen, deine Trainingszonen und dann kann der Trainer, der Staro und die Melanie dir genau für dich einen Plan zusammenstellen. Okay. Sind wir bereit? Oder? Ja, sicher. Okay, los geht's. Auf geht's. Das war zum Schluss einigermaßen anstrengend, aber wie sich das gehört. Man soll ja auch an seine Grenzen gehen dabei. Wobei der Sven gesagt hat, der ist in der Lage, auch unter dem Maximum zu testen. Also submaximal hat er, glaube ich, gesagt. Kann natürlich dann auch Herzkranke testen und das bin ich hoffentlich nicht. Und jetzt bin ich auf die Auswertung gespannt, was da letzten Endes rauskommt. Die Ergebnisse von der Leistungsdiagnostik sind mittlerweile eingetroffen und ganz im Ernst, ich habe mir das nicht so kompliziert vorgestellt. Als ich mir das PDF zum ersten Mal angeguckt habe, habe ich echt nur Bahnhof verstanden. Zum Glück haben wir da nochmal eine Erklärung bekommen, was es denn damit genau auf sich hat. Und den eigentlich wichtigsten Graphen blende ich euch hier mal ein. Man sieht da, wie im Laufe des Trainings, also dieser 15-20 Minuten, die ich auf dem Laufband stand, mit steigendem Puls sich die Energieversorgung des Körpers verschoben hat, ne? Wie das von der Fettverbrennung hin zur Kohlenhydratverbrennung gewechselt ist. Ja, das sind dann auch die Grenzen für die unterschiedlichen Trainingsbereiche. Der GR1-Bereich, der endet bei mir bei 151 Schlägen pro Minute, also der Puls. Bis zu dem Puls verbrenne ich noch Fett und das entspricht ungefähr einem Pace von 5,15 ungefähr bei mir.
Ich habe immer noch das hehre Ziel, den Marathon in 3:30 zu laufen. Letztes Mal bin ich so bei ein bisschen mehr als 4 Stunden rausgekommen. Ich hoffe, dass ich das dieses Jahr mit einer besseren Vorbereitung schaffen werde, das zu erreichen. Und ihr müsst mir dabei helfen, denn ich glaube, ohne Hilfe werde ich das nicht schaffen. Ja, welcher Marathon das ist, das werde ich im nächsten Video verraten. Es ist nicht der in Köln und ich freue mich schon sehr darauf. Ihr könnt immer raten, es ist Mitte Oktober, welcher Marathon das werden wird. Ich erzähle euch ein bisschen, was für Übungseinheiten wir haben, was so auf dem Trainingsplan steht, was vielleicht das Lauf-ABC ist. Vielleicht habt ihr auch schon besondere Fragen, wie ich bestimmte Dinge mache. Eine Sache kann ich vielleicht schon verraten. Ich habe ja letztes Jahr in meiner Analyse, was alles schiefgelaufen ist, ich verlinke euch das da oben nochmal, festgestellt, dass meine langen Läufe, dass ich die gar nicht mal zu schnell angegangen bin, aber dass ich mich da schon mit Kohlenhydraten vollgepumpt habe und ich so gar nicht in diese Fettverbrennung bei mir trainiert habe. Das hoffe ich dieses Jahr anders zu machen. Dann müssen noch ein paar Kilo runter. Ich wiege momentan, ich habe mich jetzt seit einer Woche nicht gewogen, ich würde tippen 87. Da würde ich gerne noch 7 Kilo runter haben, dass ich unter 80 komme. Ich stelle mir das mal 1 Liter Milch vor, ne? Wenn ich hier 7 Liter Milch habe und die über 40 Kilometer mit mir rumschleppen müsste, das muss nicht sein. Die mit sich rumtragen, ich weiß gar nicht, wo mein Körper die versteckt. Ich meine, ich sehe jetzt nicht dick aus, aber mein Körper versteckt das Fett immer ganz gut, behaupte ich. Ich habe auch schon mal lange Zeit unter 80 gewogen, von daher weiß ich, dass das möglich ist. Und ja, das wären so meine Ziele, bis zum Marathon fit werden, Gewicht verlieren und ich glaube, dann läuft das schon. Ich führe ein relativ detailliertes Tagebuch auf Instagram, aber nicht Instagram, die normale Instagram-Bilder-Dings, sondern auf Instagram-Stories. Vielleicht habt ihr da ja Lust, bei mir reinzuschauen, da seht ihr dann immer, was ich trainiere, was ich so esse, werde ich da auch posten. Ansonsten, das wäre auch noch ein Thema, welche App benutze ich denn mittlerweile zum Laufen? Da war ich ja letztes Jahr nicht so ganz zufrieden mit, und um ehrlich zu sein, ich bin immer noch nicht ganz zufrieden mit den ganzen Apps. Aber ich habe mich da arrangiert aktuell mit. Das wäre auch noch ein Thema für ein Video, so die Technikunterstützung. Was sind denn, falls ihr auch lauft, eure Laufziele für dieses Jahr oder was sind eure sportlichen Aktivitäten? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst und das Video abonniert, dass wir gemeinsam uns auf den, jetzt hätte ich es fast gesagt, auf den Marathon vorbereiten können. Und welcher das ist, verrate ich euch im nächsten Jahr. Bis dann, tschüss!